Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Oh. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ah, ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Ich frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow, jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lass dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Hä? Ich frag mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen.
Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte! Nimm diesen Wurm raus! Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte! So viel Schaum! Haha, voll die coole Schaumparty! Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß! Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Was ist das denn? Das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh nein. Das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht bekleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Was ist das? Igitt! Das sind ja Haare! Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind. Und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker Schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Oh, ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich habe den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich gehe ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Das sind Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wäre fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben es geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Wow, so fast. Da sitzt sie mir. Warten Sie bitte. Ich komme. Hello. Guten Tag. Danke. Das alles ist für mich. Ich werde das Bett jetzt ein bisschen aufmöbeln. Was macht sie? Jetzt zeige ich euch, wie man ein schlechtes Bett in ein perfektes Bett verwandeln kann. Alles, was ich dafür brauche, ist kaum viel. Oh, ich kann nicht halten. Pass auf. Alles gut. Keiner wurde verletzt. Also, mache ich weiter. Geht es dir gut? Ja, alles ist in Ordnung. Ich habe ein sehr wichtiges Detail für meine Konstruktion gefunden. Lass es dort liegen. Noch ein. Das war's. Das ist erledigt. Jetzt der Bohrer. Au, ich falle. Ich habe doch gesagt, du solltest vorsichtig sein. Alles ist in Ordnung.
Jetzt werde ich den Müll loswerden und werde mein Bett bauen. Es ist sehr einfach. Alles, was man tun muss, ist, die Bretter gut zu befestigen, und das ist schon die halbe Miete. Fertig, ich habe es gut gemacht. Cool. Perfekt, erledigt. Wow, ich will auch so ein. Ich kann es mir leicht leisten. Schon da, kommen Sie herein. Hier ist Ihr Geld. Wir machen gleich alles. Vielen Dank. Was ist das? Puh, das war hart. Wieso? Das ist sehr cool. Das ist keine Überraschung. Ich werde das beste Bett haben. Cool. Und Sie haben die Blumen gestellt? Sehr gut. Ja, gut gemacht. Mit den Kissen ist alles fertig. Awesome. Noch der letzte Schliff. Und achtet auf eure Augen. Wow. Und was hast du gedacht? Wirst du das beste Bett haben? Wow. Oh, es ist so hart, hier zu sitzen. Es ist so schön hier. Was sieht sie mich an? Na gut, was soll ich hier tun? Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen. Vorhänge. Jetzt wird es sicher wunderschön werden. Und was wäre, wenn ich etwas anderes nehme? Auf einen Schlag. Jetzt muss alles auf den Punkt gebracht werden. Ich brauche einen Tacker. Immer eine gute Hilfe. Los geht's. Ein Vorhat ist fertig, jetzt den zweiten. Geschafft. Aua, warum wirst du den Tacker? Wow. Ja, ja, ich werde jetzt alle überraschen. Die Hauptsache ist, festzubinden. Ich habe eine wunderschöne Hängematte. Ja, ich kann mich drauf ausruhen. Sehr bequem. Hat sie sich eine Hängematte gebaut? Sei nicht neidisch. Es ist irgendwie langweilig. Eine Idee. Die Hängematte ist noch nicht nötig. Ich werde einen Tisch aus diesem Nachttisch und diesem Stoff machen. Es sollte schön sein. Jetzt brauchen wir noch Besteck. Ich habe einen schönen Teeservice mit so süßen Tassen. Willkommen bei der Teeparty, meine Freunde. Was für ein Kindergarten, eine Teeparty. Ich habe eine bessere Idee. Ich möchte Musik hören. Sie wird bestimmt eifersüchtig auf mich sein. Hallo? Kommen Sie rein. Stellen Sie sich hier hin. Feiern Sie heute Abend eine Party? Was für eine Party ohne Lichter. Ja, Sie haben recht. Gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt rufe ich alle meine Freunde an. Mädchen, hallo, hallo. Ich habe euch schon so lange nicht gesehen. Lasst uns Spaß haben. Jetzt wird's richtig geil. Was machen Sie da? Nicht reinkommen? Ich wollte das aber selbst nicht. Es ist so laut. Das ist unmöglich. Meine Ohren. Macht die Musik aus. Nun, ich werde es Ihnen jetzt zeigen. Ich rufe die richtigen Leute an. Man wird sich um Sie kümmern. Ja, die Musik ist zu laut. Kommen Sie. Ich warte. So schnell? Hallo? Dorthin, bitte? Wir bringen alles in Ordnung. Keine Sorge. Sie? Ja, ja. Ein Profi ist am Werk. Mädchen, Sie machen zu viel Lärm. Das ist nicht gut. Ich habe eine Idee. Es ist für Sie. Vielen Dank. Es ist ein Vergnügen, mit so netten Leuten Geschäfte zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Party. Was für ein schöner Tag heute, der mich zum Tanzen und Lächeln bringt. Habe ich recht? Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Sieht nur, wie man Probleme lösen soll. Ach so, schon wieder. Okay, ich habe auch eine Idee. Ich weiß, wie man Spaß hat. Du wirst sehen, meine Party wird 100-mal besser als deine sein. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Globus. Ich hole die Disketten. Großartig, jetzt reicht es aber. Jetzt muss ich sie ein bisschen zerschneiden. In kleine Quadrate ausschneiden. Passt auf. Erledigt. Ich habe jetzt viele glänzende Quadrate. Sie müssen auf meinen Globus geklebt werden. Und fertig. Es ist wunderschön. Jetzt soll ich es hier aufhängen. Es sieht perfekt aus. Ich kann die Wand mit den übrig gebliebenen Scheiben dekorieren. Ich habe so gut ausgedacht. Ich habe keine Lautsprecher, aber ich habe Schlauheit dafür.
Ich drehe meine Lieblingsmusik lauter, damit sie jeder hören kann. Gefällt es euch, meine Freunde? Was ist das? Was für eine coole Party. Wir müssen dorthin gehen. Hallo, dürfen wir zu dir? Ja, natürlich, macht mit. Es ist eine Teeparty, wie aufgeregt. Wie ist das möglich? Ich brauche etwas Licht. Das Buch ist so interessant. Was ist das? Das Licht blinkt. Das ist nicht gut. Es ist aus. Hey, funktioniert doch! Was soll ich tun? Wow, ich habe eine Kiste mit Glühbirnen. Das sind ganz schön viele. Die hier sollte passen. Oder sie könnte für etwas anderes verwendet werden. Alle Glühbirnen auf den Boden auslegen. So. Und dich brauche ich sehr. Genau gesagt, dein Kabel. Erledigt. Jetzt soll ich die Lampen anbringen. Es hat geklappt. Was macht sie da? Ich befestige nun die Girlande um den Rand des Bettes herum. What? Was ist das? Super, was für eine Schönheit. Es ist sehr hell. Jetzt kann ich mein Buch weiterlesen. Ach, ich bin so begabt. Wow, wenn du so kannst, dann kann ich es auch. Ich brauche eine Lieferung, dringend. Guten Tag. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Bringen Sie Licht in dieses Bett. Kein Problem, ich habe alles, was ich brauche. Sie werden das hellste Bett aller Zeiten haben. Schalten wir an und fertig. Wunderschön, hier ist Ihr Geld. Danke. Oh nein, was für ein Albtraum, alles steht in Flammen. Mein Bett, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wir müssen jetzt auslöschen, jetzt. Ich werde alles tun, ich rette dein Bett. Erledigt. Das war wirklich beängstigend, aber wir haben das geschafft. Komm zu mir. Na ja, gehen wir. Was kann ich noch tun? Aber hier ist es bei dir sehr schön. Und deine Spielzeuge sind cool. Frieden. Ja, natürlich Frieden. Oh Mann, bitte. Ich muss Glück haben. Komm schon, Maschine. Ich glaube an dich. Gib mir was Leckeres. Skittles. Das Glück war auf meiner Seite. Ich möchte auch Glück haben. Ich will was Leckeres, damit Mia neidisch ist. Na komm schon. Hä? Katzenfutter? Das wollte ich sicher nicht haben. Geschieht dir zurecht, Jennifer. Ich hab's satt. Ich will was Leckeres. Oh Mann, wir haben einen magischen Knopf bekommen. Lass mal draufdrücken. Hä? Was ist denn hier los? Hier sind meine Gäste. Freut mich, euch zu begrüßen. Na, drückt auf den Knopf. Okay, ich nehme den orangefarbenen. Let's go! Gute Wahl, Jennifer. Du kriegst nun Nutella von mir. Da hast du ja richtig Glück gehabt. Ich habe einen ganzen Eimer für dich. Er gehört dir. Oh, das riecht ja voll lecker. Das ist Nutella. Den Geschmack werde ich doch sicher erkennen. Bitte sehr. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh Mann, den Eimer hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Voll lecker. Okay, wenn die unglückliche Jennifer Glück hatte, dann werde ich doch sicher auch was Leckeres bekommen. Und du hast recht, Mia. Du bekommst nämlich Marshmallows. Eine riesige Packung davon. Wow, es regnet Marshmallows. Ich will die mit dem Mund fangen. Geschafft. Voll die coole Idee. Jennifer, ich brauche mal kurz deine Wange. Mia, was machst du denn da? Ach, komm schon, jetzt sei nicht so. Ich wollte doch nur was von deiner Nutella. Wie lecker. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Oh Mann, Mia hat so viele Marshmallows. Vielleicht hält sie auch mit mir. Mia, gibst du mir auch was von den Marshmallows? Du willst ein paar Marshmallows? Warum nicht? Bitte sehr. Dankeschön, Mia. Hey, was machst du da? Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Das sind meine Marshmallows. Ich werde die selber essen. Oh Mann, okay. Ich werde sicher noch was Gutes bekommen. Ich sag's dir nur ungern, aber statt Marshmallows bekommst du Klopapier. Hä, was ist das denn? Aua, mein Kopf. Vorsicht. Das sind eindeutig keine Marshmallows.
Alles klar, das ist Klopapier. Hm. Moment mal, die Gelegenheit muss ich doch ausnutzen. Hä? Was ist das denn? Klopapier? Mit was ist das denn verschmutzt? Beim nächsten Mal wirst du nicht so gierig sein. Oh nein, womit hast du mich vollgeschmiert? Ach komm schon, Schätzchen, reagier doch nicht so. Drück auf den Knopf. Okay, ich drück auf zwei gleichzeitig. Gute Lösung. Du bekommst Honig und Mehl. Lass uns anfangen. Hä? Was ist das denn? Wieso ist das so klebrig? Das ist ja Honig. Boah, wie cool ist das denn? Freut mich, dass es dir gefällt. Und hier kommt der lustige Teil. Wie lecker. Bleib mal kurz stehen. Was ist denn das auf einmal? Das ist ja was Weißes. Ist das Schnee? Oh nein, das ist Mehl. Du hast es erraten. Viel Spaß. Wie soll ich denn das genießen? Mia, du siehst einfach toll aus. Jennifer, du bist dran. Okay, ich nehme diesmal den rosa Knopf. Aha, und du kriegst lecker Schmecker, knusprige Einhornringe. Wow, ich bin bereit. Okay, mach den Mund auf. Mann, ist das lecker. Genieß es, Schätzchen. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde die Cornflakes einfach mit meinem Nutella-Eimer auffangen. Das ist viel einfacher, die so zu essen. Voll toll. Das könnte ich jeden Tag so machen. Okay, Jennifer, freut mich, dass